Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt quasi bei unserer Endmission angelangt für diese 5 Folgen. Und zwar müssen wir die Prinzessin befreien. Magnus, bei der Göttin, was für eine Bestie kann das Schloss derartige Schaden zufügen? Sei wachsam, Held. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Prinzessin Emma zu befreien wird keine leichte Aufgabe sein. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Mission hier werden wird, aber ich will es in dieser Folge hinkriegen. Deshalb renne ich hier jetzt durch. Haben wir dann genug Zeug? Ja, haben wir. So, ich renne jetzt einfach durch. Ja, renn weg. Mir soll es recht sein. Boah. Neuer Stab. Klingt gut. So, das war's mit euch. Er ist freundlich. Zumindest gut. Die sind auch freundlich. Nein, nehmen wir nicht. Wir gehen weiter. Boah, ganz schön verwüstet hier die Stadt. So. Macht einen Schaden, dieser Feuerball. Mit dem war es das auch. Hier geht's weiter. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hier einfach durchrenne, aber ich will das schaffen noch. Ich will das hüschen. Wieder keine Mana. Gut, dass es Dunkelbiere gibt. So. Das war leicht. Auch wenn es schwer aussah. Oder anfangs schwer schien. Katsching. Mittlerweile haue ich auch ganz schön drauf auf die Fähigkeiten. Also sparen nicht anders. Aber gut, wir haben ja genug Dunkelbier und genug Gold, um uns mal neues Dunkelbier kaufen zu können. Das habe ich auf die falsche Taste gedrückt. Sowas doofes. Nein. Nein! Hä? Ah, ich habe einen Bug gefunden. Hier kann man durchrennen. Warum bin ich da gerade durchgerannt? Ja, man konnte da durchrennen. Und ich weiß nicht, warum ich durch diese ganze Mission jetzt hier so durchgerannt bin. Jedenfalls ist da schon der Endboss. Oh mein Gott. So. Aha.
erstmal. Umschließt dich für 20 Sekunden mit Eis, was deine Rüstung um 100% erhöht und bewirkt, dass angreifende Nahkampfgegner verlangsamt werden. Okay, dann setzen wir mal das ein. Okay, der hat ganz schön Leben. Und scheint mir... Wow. Die Belagerungsbeste. Aber auch mit dem war's das. Haha. Prinzessin Emma. Gehen wir zurück in die Stadt. Sicher. So, jetzt wollte ich eigentlich durch dieses Level durchrennen. Weil ich Angst hatte, dass ich das sonst nicht hinkrieg. Und das hat jetzt nur 5 Minuten gedauert. Wir öffnen dieses Siegel. Yay. Und beenden das Level. 5 Edelsteine. Level beenden. King's Road wird geladen. Tritt einer Gilde bei, um anderen Spielen zu helfen und irgendwas. Click on the event board in the center of town. Nein, ich möchte mein Avatar nicht bearbeiten. Nicht jetzt. Wir schmieden erstmal. Und nochmal. So. Wow. Ach so, ich dachte, er wird gefightet. Ein Eventboard, aha. Auf Englisch, ja. Und doch nicht auf Englisch. Nö, jetzt nicht. Meine Güte, was für ein eindrucksvolles Artefakt. Der König selbst hat diese Waffe geführt, als er eine Invasion des Todesschleiers beim Brightwall Bergfried abgewehrt hat. Wenn du das komplette Gegenstandset findest, wird es dir im Kampf gute Dienste leisten. Vielen Dank für die Rettung unseres gefallenen Ritter. Aber es sind schlechte Nachrichten eingetroffen. Der Todesschleier ist zurückgekehrt. Sie sind verantwortlich für das Chaos, das sich in Ardestown ausbreitet. Der Todesschleier? Aber sie wurden vor langer, langer Zeit aus unserem Land verbannt. Wie konnten sie zurückkehren? Prinzessin Emma. Das ist nicht bekannt, aber jetzt kommt es darauf an, herauszufinden, wo sie als nächstes zuschlagen werden. Ich habe in den Druidenlanden Lagerfeuer gesehen. Beginnen wir dort mit an unserer Suche. Boah, ich kann nicht mehr lesen, Alter. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Stufe 15, das sind Stufe 11. Zeit für Passive. Konzentration. Okay. Gut, wir haben noch Zeit, also machen wir gleich nochmal weiter. Der vergessene Wald. Entschuldigung. Ich bin aber immer noch müde. Severa. Einst waren die Druiden ein friedlicher Stamm, aber jetzt praktizieren sie dunkle Magie und beschwören alle möglichen dämonischen Besten. Ich bin sicher, dass der Todesschleier dahinter steckt. Wir müssen sie aufhalten. Yeah, jetzt kämpfen wir gegen unseresgleichen. Lol. Boah. Alter. Krass. Kommt da so ein Viech aus dem Boden? Aha. Okay, die nagen ganz schön an. An der Lebensanzeige.
Ruhe. What? Alter. Guckt euch das mal an, wie viel die zocken. Krass. Das ist heftig. Oh, diese. Ah. Ich renne auch immer wieder durch das Gift durch. Danke. Vielleicht sollte ich diesen Panzer öfters einsetzen. So. Schauen wir ein bisschen, dass wir nicht mal in diese Gift reinrennen. Ja, genau die. Konzentriert, dass ich dann nirgends reinrenne. Deshalb rede ich etwas weniger. Boah. Alter Finn. Genau durch die Giftbrühe. Und wieder. Ha, ihr könnt mir nichts. Bessere Items? Nö. So. Ist wieder. Kann man da reinrennen? Nee. Schade. Oh. Alter Finne. Wenn hier jetzt auch noch ein Endboss kommt. So. Ha. Was war's mit dir? Und hier kommt jetzt. Schätze ich mal einen Endboss. Haben wir noch so einen Trank? Das war leicht. So. Level beenden. Fünf Edelsteine, ja. Der Ladebildschirm. Belohnung abgeschlossen. King's Road Elite Steep Plus C. Ich glaube, die Druiden haben die Fähigkeit erlernt, Gegenstände durch mächtige Wellen zu verzaubern.
reise durch den Götterwald und besiege den Dämon Barlor, den Boshaften, den die Druiden dort beschworen haben. Womöglich enthüllt Barlors Beseitigung die uralte Mysterien des Verzauberns. Daher könnten wir aus der Sache aus auch unseren eigenen Nutzen ziehen. Akzeptieren. Nein, schließen. Wir haben noch so ein Siegel erhalten. Und ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und mit diesen 5 Folgen hier von King's Road, dem Let's Test. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also mir hat's auf jeden Fall gefallen. Ich finde, das ist ein sehr geiles Spiel. Es gibt Online-Games, die sind kacke. Das hier ist cool. Und ich werde es wahrscheinlich weiter zocken. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Und dann schreibt es auch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Lasst Bewertung da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr uns ja vielleicht abonnieren. Und schaut mal auf die King's Road Seite. Das ist ein sehr gutes Spiel. Könnt ihr mal gucken. Da gibt es auch noch andere Spiele bei Rumble Games. Ist aber alles verlinkt unten. Und ja, dann verabschiede ich mich hiermit von euch. Okay, und dann bis bald. Ciao, ciao.